Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, was sagen die anderen über mich? Für wen halten sie mich? Bei dieser Fragestellung musste ich gleich an so viele Videos und Fotos in den sozialen Netzwerken denken. Viele dieser Selbstdarstellungen sollen die Perfektion zeigen. Es geht hier oft nicht um Realität, sondern um das, was ich möchte, was andere von mir denken sollen. Ich erfülle die Ansprüche an Jugend, Schönheit, Reichtum und Glück. Das Schwere, das Gebrochene, die Trauer, die Krankheit und das Leid werden ausgeklammert. Schöne, heile Welt. Für wen hältst du mich? Diese Frage stellt auch Jesus im Evangelium. Mit der Antwort, die dann von Petrus kommt, müsste er vollends zufrieden sein. Du bist der Christus. Jetzt sollte Petrus Applaus bekommen. Das ist die richtige Antwort. Das ist doch die Wahrheit. Jesus ist Gottes Sohn. Er ist der Christus. Wo bleibt also das Lob an Petrus, der das so deutlich erkennt? Doch weit gefehlt. Das Lob bleibt nicht nur aus, sondern Jesus sagt ihm auch noch, er solle schweigen. Wenig später weist er ihn sogar scharf zurück. Ist Jesus nicht der Christus? Ist er nicht derjenige, der uns Rettung und Heil schenkt? Was bewegt Jesus, Petrus so scharf zurechtzuweisen? Auch Petrus ist ein Kind seiner Zeit. Er erwartet von dem Christus, dem Messias, nicht weniger, als dass er in Herrlichkeit das Volk von den Römern und von Unterdrückung befreit, dass er mit Macht deutlich macht, wer der Herr ist. Er erwartet, dass mit diesem Gesalbten des Herrn endlich Armut und Unterdrückung seines Volkes ein Ende haben. Gott soll bitte durch Jesus die Römer schlagen und vertreiben. Das ist das Bild, das Jesus scharf von sich weist. Gleichzeitig zeichnet Jesus sozusagen als Gegenentwurf ein anderes Bild vom Heiland, von dem Christus. Er ist da, um Gottes Liebe und Gottes Willen zu leben. Das geschieht mitnichten per Marschbefehl oder mit Waffengewalt. Ja, selbst er als Gesandter Gottes wird für diese Botschaft und für diese bedingungslose Liebe am Kreuz sterben. Das ist das Bild, was Jesus von sich zeigen möchte. Ich zeige euch Gottes Liebe. Ich bin mir nicht zu schade, auch nicht für das Leid, für das Gebrochene und Schwere, nicht mal für den Tod. Und dadurch, durch meinen Weg, auch durch den Tod, schenke ich euch schließlich das Leben. Denn auch das macht Jesus klar. Der Tod hat nicht das letzte Wort, sondern die Bestätigung und das unendliche Leben Gottes werden den Tod besiegen. Jesus lädt auch uns ein, ihm auf diesem Weg zu folgen. Es ist ein Weg der Liebe, auf dem wir Jesus, Gott, die Welt und uns selber immer besser kennenlernen und auf dem wir zum echten Leben gelangen, ohne Schein, zu dem Leben, das auch den Mut hat, das Schwere zu sehen und es durchzutragen. So gilt diese Frage Jesu auch dir und mir. Wer bin ich für dich? Bin ich nur für die Siege da? Zeigst du mir nur deine gute Seite? Erwartest du von mir Macht und Gewalt? Oder verweist du mich auf einen Thron weit weg von dir und deinem Leben? Wer bin ich für dich? Ich finde es schön, wenn wir darüber in Austausch kommen würden. Persönlich, per Mail oder vielleicht mag ja auch der ein oder andere öffentlich unter diesem Video schreiben. Die eigene Antwort auf die Frage, wer bin ich für dich?